1,42 und auch eine kurze Theorieeinheit. Das ist dann aber trotzdem deutlich weniger als bisher und deshalb sind da Experten auch wenig begeistert von. Immerhin können die kleinen Motorräder ja auch schon über 100 km/h fahren. Weitere Meldungen jetzt im Überblick. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel über die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Juncker. Der Spitzenkandidat der konservativen Volkspartei Weber hat derzeit wohl eher schlechte Chancen. Sozialdemokraten und Liberale unterstützen den CSU-Politiker nicht. Auch Frankreichs Präsident Macron lehnt Weber ab. Über den Abschuss einer US-Drohne durch den Iran gibt es widersprüchliche Angaben zum Abschussort. Teheran sagte, das Spionageflugzeug habe sich über dem Staatsgebiet befunden. Laut Washington ist die Drohne über internationalen Gewässern abgeschossen worden. Auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund hat Bundespräsident Steinmeier für mehr Vertrauen in die Digitalisierung geworben. Der digitale Wandel müsse von den Menschen aktiv mitgestaltet werden. Dazu brauche es auch ethische Grundregeln für den Umgang miteinander im Netz. Der evangelische Kirchentag geht noch nicht weiter. In Viersen laufen die Vorbereitungen für die Bundesproteste. Nach Angaben der Veranstalter sind bereits 1000 Teilnehmer aus ganz Europa in den Protestkampf eingetroffen. Ab morgen wollen die Aktivisten Blockadeaktionen starten. Sie fordern einen schnellen Kohleausstieg. DDR aktuell aus der Region. In Duisburg haben im Landschaftspark Nord am Nachmittag die Ruhr Games begonnen. Der Veranstalter erwartet zehntausende Besucher. Nach eigenen Angaben ist es das europaweit größte Sportfestival für Kinder und Jugendliche. Miriam Betzin, WDR Duisburg. Die Veranstalter haben wirklich Glück mit dem Wetter. Es ist nicht zu heiß für die Sportler und nicht zu kalt für die Besucher. Und schon jetzt sind hier im Landschaftspark tausende Besucher unterwegs. Darunter sind viele Familien und Jugendliche. Das Schöne ist, es gibt jederzeit was zu sehen, weil viele Sportarten parallel laufen. In einer großen Industriehalle spielen die Sportler heute zum Beispiel Tischtennis und Streetsoccer. Direkt davor, also draußen, steht eine große Rampe, da zeigen Mountainbiker ihre Tricks. Insgesamt gibt es hier 17 Sportarten und die Ruhr Games hier in Duisburg, die gehen noch bis Sonntag und der Eintritt ist frei. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen heute Nachmittag meist wolkig und einzelne Schauer stellenweise auch gewittert. Morgen von 21 Grad, abends werden noch 22 und in Köln werden 23 Grad erreicht. Morgen zunächst überwiegend freundlich und trocken, ab dem Nachmittag kommen dann wieder mehr Wolken mit vereinzelten Schauern bei maximal 24 Grad. Das war WDR aktuell. Hier ist WDR 4 mit Staus und stockendem Verkehr. Auf der A40 Essen in Richtung Duisburg ist zwischen Mülheim-Heimatwerde und Mülheim-Winkhausen die Autobahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis Sonntagmorgen wird dort die Asphaltschicht erneuert. A46 Wuppertal-Heinsberg zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Üdesheim in beiden Richtungen 1 Kilometer Stau. Und die A59 Bonn Richtung Köln ist zwischen Köln-Rath und den drei Kreuzer wegen Reparaturarbeiten weiterhin gesperrt. Unsere Empfehlung. Fahren Sie über die A559 in Richtung Köln, dann in Kreuz-Gremberg weiter auf die A4. Wo auch immer Sie unterwegs sind, kommen Sie gut und vor allen Dingen sicher an Ihr Ziel. WDR 4. Mein Nachmittag. Mit Bernd Donnerstag für so ein der Tag, an dem wir mal auf Ihr Wochenende schauen. Wochenendtipps, was kann man in Nordrhein-Westfalen Schönes unternehmen? Sagen wir Ihnen gleich. Direkt nach dem Ringsitz von Sascha Lucky Day. Und das hier ist natürlich klar Haro und Movistar. Thank you.